Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Heute wieder aus dem Zoo in Hanau. Und ich habe jetzt unter Androhung von Gewalt einen Mitarbeiter dazu bekommen, dass er euch was zum Thema Fischen erklärt. Kommen wir zu uns. Das ist der Matthias Levy. Hallo. Und ja, ich würde sagen, du erklärst uns heute mal was über die Fische, die hier in der Anlage rumschwimmen. Ja, können wir machen. Also, hallo erstmal zusammen. Ich bin hier für die Aquaristik und allen anderen Kram zuständig. Ihr wolltet ja ein bisschen was wissen über Fische. Da haben wir ein bisschen was. Wir haben 10 Blöcke Süßwasser-Aquaristik und 6 Blöcke Meerwasser-Aquaristik. Meerwasser hat Sascha ja schon mit dem letzten Video angefangen. Da kommen wir irgendwann später drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal nur im Bereich Süßwasser erstmal rein. Eure Fragen versuche ich jetzt während des Videos so ein bisschen mit zu beantworten. Weitestgehend, die Fragen, die nachher noch offen sind, beantworten wir am Ende nochmal. Also schauen wir uns einfach mal an, fangen wir einfach mal an und gucken, was kommt. Also unser erster Block hier ist Südamerika. Wir haben jetzt im Hauptteil Salmlerarten und Barscharten drinnen, wie man hier sieht, den Schmetterlingsbuntbarsch. Oder der Standardfisch, der rote Neon, den ihr sehr wahrscheinlich alle kennt, die heutzutage ja in fast jedem Becken mit rumschwimmen. Da gab es auch schon eine Frage zu, warum die Fische nicht ganz so stabil sind in den Aquarien. Liegt mit Sicherheit daran am Anfang, dass Becken, wenn die 6-8 Wochen laufen, nicht ganz so stabil sind von den Wasserwerten. Deswegen empfehlen wir auch, ab 6-8 Wochen erst diese Fische reinzusetzen. Oder es gibt natürlich die Alternativen an einfachen Neon, die sind nicht ganz so heikel. Die könnt ihr auch nach 2-3 Wochen Einlaufphase ins Becken mit reinmachen. Ja, als guter Beifisch, der Schmetterlingsbuntbarsch. Kennt vielleicht ein paar Scapers auch, kann man ganz gut auch in so ein Scaperbecken drin halten. Weil tut den Pflanzen nichts, ist ein reiner Fleischfresser im Endeffekt. Kann man ganz gut halten, ohne Probleme. Wir haben auch so ein paar seltenere Fische mit im Block. Phoenix-Salmler zum Beispiel, die gibt es erst ungefähr seit 1-2 Jahren wirklich viel im Handel. Das sind jetzt Nachzuchten von Wildfängen, die wir hier direkt haben. Allgemein sind auch, sage ich mal, 90% der Fische, die wir hier haben, mittlerweile Nachzuchten aus Deutschland und den umliegenden Ländern wie Tschechien und Polen. Da legen wir eigentlich sehr viel Wert drauf. Ein paar Fische gibt es, wo wir es halt noch nicht leisten können, dass es wirklich Nachzuchten sind, aber ich sage, 90% ist mittlerweile so. Ja, also Schmetterlingsbuntbarsche, wir haben noch viele andere Buntbarsche, bis zu Grammerarten. Die wir haben in verschiedensten Farbmorphen, die Kakaduides, die Agassisi, die Rotschwanzbuntbarsche. Kann man auch ganz gut im Becken halten, ab 80 cm Kantenlänge, also 110, 120 Liter ungefähr. Ab den kann man sie halten, 2 Paare, ab 1 Meter, 1,20 Meter ist zu empfehlen. Zucht, das wurde auch gefragt in einigen Fragen auf Instagram. Zucht von diesen Fischen, die mögen halt eher weiches Wasser, weil sie aus Südamerika kommen. Am besten eine Höhle anbieten mit nur einem Eingang. Wenn mehrere Eingänge sind, irritiert das die Fische ein bisschen, da laichen sie nicht gerne ab. Deswegen am besten wirklich eine Höhle, Kokosnussschale und ähnliches mit nur einem Eingang. Da legen sie die Eier drin und bewachen dann auch die Nester ganz gut. Ja. Da kann man die eigentlich ganz gut nachzüchten. Am besten das Wasser, wie gesagt, pH-Wert 6,5, 6,8. Das mögen die eigentlich ganz gerne. Ja, da kam ja eine Frage auf, wie lange sitzen die Fische ungefähr immer hier in den Blöcken drin, also sie verkauft werden, also im Schnitt? Also das ist schwer zu sagen. Also die Standardfische wie roter Neon und so weiter, die sind vielleicht 2 Wochen bei uns, viel länger sind sie eigentlich nicht da. Klar gibt es ein bisschen speziellere Fische, die auch ein bisschen seltener sind und natürlich in der Preiskategorie ein bisschen höher sind als ein roter Neon. Die können auch mal hier 4, 6, 8 Wochen sitzen, aber viel länger sitzt hier eigentlich kein Fisch bei uns. Ja, dann kam ja noch die Frage, wie sieht man, ob die Tiere gesund sind oder sonst was? Ich glaube, das ist ja eher dann Aufgabe von dem Zooverein, zu schauen, ob die Fische gesund sind, ist klar. Genau. Also grundsätzlich ist es so, wenn Fische neu kommen, wir beobachten die erstmal die ersten Stunde, gucken sie an, wie sie sich verhalten. Wenn die Fische sich gut verhalten, einen Drang haben, dass sie fressen wollen und sich normal schwimmen, wie es gehört, dann gehen die Tiere auch in den Verkauf. Wenn wir sehen, dass irgendwelche Fische halt nicht richtig fressen, Tiere sich absondern, dann wird im Notfall das Becken erstmal geblockt und wir erstmal 1-2 Tage abwarten, wie diese Fische sich entwickeln, ob da irgendeine Krankheit eventuell ist oder nicht. Aber die Standardkrankheit sind ja im Endeffekt diese Weißpünktchenkrankheit, die sie wahrscheinlich auch fast jeder kennt mittlerweile. Das passiert leider häufig, vor allen Dingen, wenn ihr neue Fische kauft, kann bei uns auch passieren. Da kann ich nie für garantieren, weil schlussendlich kommen diese Weißpünktchen durch Stress. Der Fisch wird bei uns rausgefangen, kommt in die Tüte, wird transportiert, im Auto hin und her geschaukelt, bei euch neues Becken, neue Fische, andere Umgebung. Da kann es halt passieren, dass sie diese Weißpünktchen kriegen. Ich kann nur jedem zu Hause raten, der Fische hat ein Mittel gegen diese Weißpünktchen zu Hause zu haben. Man sieht es ganz gut bei den Fischen, das kommt in den ersten 3-4 Tagen, wenn die Fische neu reinkommen. Es fängt immer in der Schwanzflosse an bei den Fischen, immer. Und es geht dann über den Körper wieder. Wenn die ersten 1-2 Punkte in der Schwanzflosse sind und ihr gebt ein Medikament rein, passiert zu 99% gar nichts. Die Fische überleben, ist alles gut. Wenn ihr es halt erst sehr spät sieht und das nicht beobachtet, dann sind die ja komplett weiß und dann ist das Risiko, dass Tiere verenden, halt schon da. Deswegen Medikament immer zu Hause haben, weil immer, es passiert immer Samstagabend, wo kein Geschäft mehr auf hat.
Und dann hängt ihr da ein, zwei Tage und könnt quasi nicht medikamentieren, weil ihr kriegt nichts. Deswegen immer zu Hause haben so ein Mittel. Was empfiehlst du da? Also ich würde empfehlen von JBL das Punctol Ultra. Das zeigt bei uns ganz gute Wirkung. Wenn wir Probleme haben, benutzen wir es selbst und das funktioniert wirklich tadellos. Das ist quasi das Mittel, das gibt es halt als Punctol Plus, Punctol Ultra, je nachdem wie viel Liter ihr habt. Das ist jetzt in dem Fall für knapp 125 Liter, weil man muss es halt mehrfach dosieren, dieses Mittel. Gibt es auch ein Plus an der Packung, sowas immer oder ähnliches zu Hause haben, das ist wichtig. Das ist das Wasser immer so schön blau macht. Genau. Ja, dann kam noch eine Frage, warum die Neons immer so schnell sterben. Also das war das Thema, was wir eben schon angeschnitten haben, dass diese Neon eigentlich in neuen Becken erst ab 6-8 Wochen reinkommen sollten, weil es immer noch sehr viele Wildfänge gibt im Handel zu kaufen. Bei uns in dem Fall sind es jetzt Nachzuchten alles, aber man kriegt halt sehr häufig immer noch Wildfänge, wenn halt keine Nachzuchten verfügbar sind. Und die sind halt schon ein bisschen heikler, weil in der Natur, wie gesagt, Südamerika, recht weiches Wasser, du hast zu Hause, bei uns, wenn sie normales Leitungswasser haben, kaum halt zu machen ist. Nur mit Mitteln. Und deswegen sind die halt ein bisschen heikel, weil sie das Wasser nicht ganz mögen bei uns. Es sei denn, es ist ein bisschen aufbereitet. Und deswegen die ersten 6-8 Wochen am besten nicht ins Becken setzen. Ja, dann kann noch mal eine Frage, wie die Aquarien hier in der Anlage gefiltert sind. Ist hier bei euch ja so, dass die einzeln gefiltert sind, also jedes Becken einzeln. Normalerweise ist hier eine Blockfilterung in manchen Anlagen oder hier ist jedes Becken einzeln gefiltert, ne? Also die meisten Zoofachmärkte haben halt Blockfilterung oder komplette Anlagenfilterung. Bei uns ist es nicht so. Wir haben diese Anlage vor ungefähr 3-4 Jahren komplett neu gemacht. Wir haben bei der Anlage komplette Einzelfilterungstechnik. Das heißt, hinter jedem Becken sitzt ein Schwamm, eine Pumpe im Endeffekt, das ist ein Luftheber. Wir haben ja eigentlich nur zwei Kompressoren, die hier arbeiten, die die kompletten Anlagen mit einem Luftheberfilter betreiben. Im Endeffekt ein Hamburger Mattenfiltersystem, wie vielleicht einige kennen. Dadurch ist halt der Vorteil bei uns, dass wenn wir ein Becken wirklich mal eine Krankheit haben, dass diese nicht weiterläuft. Wir haben auch über jedem Becken Kescher. Jedes Becken hat seinen eigenen Kescher, dass wenn mal was ist, dass wirklich die Ausbreitung dann gehemmt ist, dass wir da keine Probleme haben. Und geheizt wird das Ganze über Heizspiralen, ähnlich wie ein Heizungssystem. So ist es hier auch angebracht, dass wirklich Heizspiralen wie eine Heizung unter der Anlage laufen und dementsprechend die Anlage beheizt wird. Ja, da kommt nochmal eine andere Frage jetzt. Verhütungsmittel für Guppies? Ich glaube, das passt nicht, oder? Nee, nicht ganz, ne. Gut, bei Guppies ist es natürlich so, wenn man die Becken hat mit Männchen und Weibchen, dass die Guppies sich schon sehr rasant vermehren können in so Becken. Es gibt zwei Alternativen, wie man das beseitigt. Ihr setzt nur Männchen rein, die sind leider einfach nur schöner, dass man halt die Weibchen gar nicht reinsetzt. Aber wenn man natürlich die Weibchen haben möchte, kann ich nur empfehlen, dass man, wie wir eben auch schon drauf gesprochen gekommen sind, Schmetterlingsbuntbarsch ins Becken setzt. Hört sich im ersten Step ein bisschen makaber an, aber schlussendlich ist das eine natürliche Selektion, dass die Schmetterlingsbuntbarsche die Babyfische im Endeffekt auffressen. Es bleiben immer ein paar übrig, also ihr habt immer noch ein, zwei Nachzuchten da, wenn ihr ein bisschen bepflanztes Becken habt. Aber die dezimieren das halt, weil was wollt ihr im 60er Becken irgendwann mit 50 Guppies? Und dann müsst ihr gucken, wo ihr die hinkriegt. Deswegen lieber sowas gleich mit reinsetzen. Dann habt ihr von Anfang an damit keinen Stress. Oder halt nur die Männchen. Ja. Dann haben wir gerade wieder eine gute Überleitung. 60er Becken. Da kommt, also ich kriege auch sehr, sehr viele Fragen auf Instagram so gestellt, was halt guter Besatz für 60 Liter Becken ist an Fischen. Ich glaube, da ist so ein Schwarm Salm da, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich eher nicht so ganz geeignet, oder? Ja, Schwarmsalmler ist immer ein bisschen grenzwertig. Es gibt natürlich kleine Salmler, da kommen wir später nochmal drauf, wie zum Beispiel der Erdbeersalmler, der Amande. Der wird ja nur 1,5-2 cm normal für groß, mal ganz große mal 3 cm. Aber den könnte man theoretisch für so kleine Becken nehmen mit 60 Liter. Aber natürlich der Standardfisch, der in so Becken reinkommt, ist dann eher so Plati, Gobi, Molly, was in so Becken drin sind. Das ist der Standardfisch. Wenn man es nicht möchte, gibt es natürlich ein paar Exoten. Da kommen wir nachher am Ende zurück drauf, wo die ganzen Nanofische drin sind. Da haben wir noch ein paar Exoten, die ein bisschen mal was anderes sind, außer Gubi, Platin, Guck. Da hast du ja auch Rotkopfsalm da drin. Ja. Das Thema war ja in den Videos von Izzy schwer im Gespräch, dass die große Becken brauchen, viel Schwimmraum und sowas. Ja, also Rotkopfsalme wäre ganz gut, wenn die wirklich Platz haben zum Schwimmen, weil die sind wirklich aktiv, wollen auch die ganze Zeit ein bisschen Action haben. Der Vorteil ist beim Rotkopfsalmler, deswegen hat man ihn zum Beispiel sehr gerne bei Diskusbecken drin oder bei Skalaren, Alptums und ähnliches sehr gerne in Becken drin, weil der rote Kopf, wenn der wirklich gut in der Farbe steht, heißt es immer, dass die Wasserqualität eigentlich gut ist. Wenn so ein Fisch blass wird, heißt es auf jeden Fall, kontrolliert eure Wasserwerte, da stimmt irgendwas nicht. Sonst ist der Fisch wirklich eigentlich immer in Farbe. So, dann noch eine häufig gestellte Frage, was für Fische oder was setzt man halt gegen Algen ein? Ich sehe jetzt hier sind die Siamensis zum Beispiel drin. Vielleicht kannst du dazu mal sagen, wie groß die werden, was die für Anforderungen haben? Also Siamensis ist eigentlich ganz gut für Fadeneigenfressen und so weiter. Kennen ja viele von euch schon. Problem ist bei denen natürlich, dass sie groß werden.
Man kann sie eine Weile in kleinen Becken halten, aber dann müsst ihr halt irgendwann mal irgendwo eine Alternative haben, wo wir diesen Fisch dann reinbringen können. Also ich habe schon Exemplare mit 20, 25 cm gesehen. Und Standard werden die, glaube ich, so 15 bis 20 cm. Und das, wenn sie gutes Futter kriegen, wirklich recht schnell. Das heißt, auf jeden Fall, wenn ihr sowas reinsetzt, habt eine Alternative dafür. Weil nicht, dann besser Pianoschnecken. Haben wir auch gerade bekommen, sind noch recht klein. Aber die fressen im Endeffekt auch Pinsel, Bartalgen und ähnliches. Die sind dann eventuell besser geeignet, wenn ihr ein kleines Becken habt und kein großes, wo ihr dann die umsiedeln könnt. Und dazu kommt, diese Mendes, wenn sie groß sind, dann fressen sie auch nicht mehr wirklich die Algen. Dann warten die eher drauf, dass ihr den Futter gebt. Die werden dann recht faul. Ne? Ja, Netzpinselalgenfresser ist eigentlich dieselbe Größenordnung, ne? Genau, Netzpinsel werden ungefähr gleich groß, aber die sind, glaube ich, im Alter auch noch recht aktiv immer noch dabei. Aber werden halt auch wieder groß. Ne? Da ist aber wieder die Gefahr, die gehen auch manchmal an die Pflanzen dran, wenn die groß sind. Ja, aber gut, das Problem bei den Amano-Garnelen auch. Genau. Amano-Garnelen sind top, kann ich nur jedem empfehlen. Aber wenn ihr die mal nicht füttert und nichts zu futtern finden, die machen euer Scape platt, fressen Pflanzen bis zum Abwinken und die fressen alles. Die fressen eure Anubias, wenn ihr den nicht zu fressen gebt. Die sind da ganz schnell mit bei. Also Amano-Garnelen, nichts zu fressen, gebt den Futter. Wenn da keine Algen drin sind im Becken, müsst ihr Futter reinschmeißen. Ansonsten zersägen die euch alles. Dann nochmal zu den Pianoschnecken. Wie legen die auch Eier? Ne, die legen keine Eier, gell, an die Scheibe. Also wie die. Da hat Canelo letztens was zu gesagt. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht genau sagen. Wir haben die erst seit heute mit im Sortiment. Ja, deswegen kann ich euch das nicht genau sagen. Ich glaube, dass sie nicht diese Eier legen, wie die Napfschnecken oder die Rennschnecken, dass diese weißen Flecken überall sind. Ich glaube, das machen die nicht. Aber das kann ich euch ehrlich gesagt nicht genau sagen. Noch nicht. Ja, dann die ganzen Lebendgebärdenfische. Habe ich die Erfahrung gemacht, die gehen auch gut an Algen, ne? Gerade an Pelagen von Blättern und sowas. Also. Genau. Und Mollis, waren es Pelagis, irgendwas fressen die Kammhaut. Also allgemein sind Lebendgebärden ja eigentlich Pflanzenfresser. Deswegen fressen die schon fetrige Algen und ähnliches, fressen die schon. Nicht so immens wie jetzt Netzpinselalgenfresser oder Siamensis, aber die gehen da schon ran und fressen sowas ganz gut. Deswegen auch, wenn ihr sowas im Becken drin habt, Lebendgebärende gerne Grünfutter. Also allgemein Futter fressen sie auch, aber reines Grünfutter wäre für die auf jeden Fall besser geeignet. Aber die fressen schon grundsätzlich ein bisschen Algen. So, ich habe jetzt hier mal Schnecken auf Tablett. Das sind ja die Rennschnecken, die normalen Zebra-Rennschnecken, ne? Genau. Das die gehen an Algen. Sind ganz normale Zebra-Rennschnecke, eher so schmierige Algen an Scheibe und ähnliches. Die Napfschnecke, die ist halt ein bisschen stabiler. Die Rennschnecke hat halt das Problem, die läuft euch halt teilweise, wenn ihr Öffnung habt, auch aus dem Becken raus. Die Napfschnecke ist da nicht ganz so drastisch und ist auch nicht ansatzweise so heikel. Die Rennschnecke ist schon am Anfang ein bisschen heikel von der Art her. Ja. Dann haben wir hier nochmal die rote. Rote Rennschnecke, wenn ihr wirklich was Hübsches im Becken drin haben wollt, der Algen frisst. Die Rennschnecke, die geht von wirklich tiefrot, hellrot, beige, sehr hübsche Schnecke. Ja, dann haben wir jetzt hier die Pianoschnecke nochmal. Ja. Unsere Baby-Pianoschnecken, seht ihr mit Sicherheit nicht, ist so riesig, dass man sie kaum sieht, aber die frisst halt auch sehr gut Algenarten. Dann haben wir hier noch die Hörnchenschnecke, eine der schönsten Schnecken, finde ich. Ja, Hörnchenschnecke, die hat so kleine Hörner, aber die zeigen wir euch nachher nochmal genauer. Die frisst halt, wie nennt ihr das, Punktalgen und ähnliches, sowas frisst die ganz gut, wo man kaum sonst was hat, die das frisst, die ist ganz gut dafür. Dann haben wir jetzt hier noch ein Killer, wenn ihr Schneckenprobleme habt, so an Blasenschnecken oder sonstige. Genau, zu viele Schnecken, dann die. Die Raubturmdeckelschnecke, die frisst euch alle anderen Schnecken auf. Vermehrt sich allerdings auch mittlerweile im Becken ganz gut. Also muss man halt auch ein bisschen im Auge behalten, weil die kann sich auch vermehren. Gehen die eigentlich auch an die Napfschnecken sowas ran? Also ich glaube nicht, wenn die zu flach an der Scheibe sind. Wenn sie zu flach sind, nicht. Aber wenn diese Schnecke mal im Umfeld an der Scheibe und dann offen liegt kurzfristig, kann die da auch schon rangehen. Also normal frisst ihr die nicht akut, aber es kann halt passieren. Dann, ja. Dann haben wir hier noch, was ist das für eine? Ja, diese riesen Turmdeckelschnecken, ja, die durchwühlen im Endeffekt das Becken bis in den Bodengrund. Klar, wenn ihr ein Scape habt, dann wollt ihr die nicht. Genau, weil die graben euch nicht um, die spielen. Aber wenn ihr normales Becken habt, dann ist die ganz gut, weil sie halt wirklich diesen Bodengrund die ganze Zeit ein bisschen in Bewegung hält, dass sie unten im Bodengrund halt keine Stickstoff und ähnliches sich bilden. Dafür jetzt, sind die, wenn ihr Sandboden habt zum Beispiel, das genau, ist die ganz gut zum, dafür sind zum die Umwälzen. Ja, das waren jetzt die Schnecken. Was haben wir sonst noch? Zinklos haben wir noch gegen Algen, die gehen auch an die Punktalgen dran, ne? Genau, die fressen teilweise auch die Punktalgen und eigentlich sämtliche Aufwuchsalgen, die so ein bisschen an den Scheiben, an den Gegenständen sind, fressen die ganz gut. Ja, würde ich euch auch nicht empfehlen, die ersten 4-6 Wochen ins Becken zu machen, weil die sind auch ein bisschen heikel an Anfang, aber dann kein Problem. Da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen dem Braun und dem Zinklos und den, genau, den normalen. Aber der Braun ist mittlerweile leider recht selten auf dem Markt.
Der Standard ist halt der gestreifte Amodo zinklos. Den braun kriegt man auch am Zug. Der braun ist meiner Meinung nach ein bisschen stabiler als der andere. Ein bisschen besser Algen. Und frisst ein bisschen besser Algen, aber leider halt nicht mehr so häufig aktuell zu bekommen. Was haben wir noch an Algenfässern da? Also wir haben jetzt die Siamensis, die Netzensalfässer, Otto Zinklus, Amano-Garnelen. Dann haben wir ja das Thema Wälze, jetzt also nicht bei Aquascapes generell gegen Algen, sondern eher bei ganz normalen Aquarien, bei Standard-Aquarien. Kommt nur die Frage wegen Antennenwälzen oder welche Wälze da halt gut sind, die halt an Algen gehen. Die nicht an Pflanzen gehen vielleicht oder nicht an alle Pflanzen dran gehen. Also der Antennenwälz, wenn er halt nicht genug Futter findet, dann geht er auch an eure Pflanzen, vor allem den Amazonaspflanzen, die halt ein weiches Blatt, ein großes hat, worauf er sich legen kann. Die könnte er fressen, die wird er sehr wahrscheinlich fressen. Normalerweise sollte man auch Antennenwälze, da sie 12, 15 cm groß werden, auch nicht unbedingt in 60er Becken packen, da haben die eigentlich nichts zu suchen, 80er und aufwärts. Es gibt sonst aber auch andere schöne Wälze, die man da reinsetzen kann. Das Problem ist halt bei diesen schönen Wälzen, dass die wenigsten davon Algen fressen. Die meisten sind Fleischfresser von den schönen L-Wälzen, wie ihr schon mal gehört habt vielleicht. Da gibt es verschiedene schöne Varianten, aber die meisten davon sind eher Fleischfresser. Es gibt Pflanzenfresser, aber da ist das Risiko halt auch immer da, dass sie an eure Pflanzen rangehen. Aber da zeigen wir euch gleich auch nochmal ein paar, dass ihr einfach mal seht, so ein bisschen Seltenheiten, die nicht so alltäglich im Zoofachmarkt sind. Da haben wir ein bisschen was hier. Bist du da Weltspezialist eigentlich? Ja, so ein bisschen also früher Jugend, ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein separates Video nur über das Wälze züchten, also das L-Wälze züchten. L-Wälze züchten, ja. Ob ihr das haben wollt, schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr das wollt. Und ja. Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen was für euch, wenn ihr Interesse dran habt. Ein bisschen was aber das Exotisches. Separat, ja, weil das ist ein langes Thema. Genau. Ja, dann vielleicht noch Algenfresser in kleinen Becken haben wir jetzt schon. Amano-Garnelen sollte man vielleicht auch nicht gerade in Nanobecken auf jeden Fall packen. Klar, die werden halt auch recht groß mit 5-6 cm. Genau. Allgemein nochmal das Thema, weil wir jetzt gerade bei Beckengrößen sind. Wir hatten immer wieder das Thema ab, wie viel Liter kann ich wirklich Fische setzen, auch Kampffisch vor allen Dingen. Dieses Thema ist in letzter Zeit sehr häufig hochgekommen, wo kann ich Kampffisch reinsetzen, wo nicht. Das Problem ist halt, dass mit Sicherheit vielleicht die optimalen Becken für einen Kampffisch 20, 30 Liter sind. Das Problem ist, dass wir euch das halt nicht empfehlen dürfen, empfehlen können, weil laut deutscher Gesetzesgrundlage dürft ihr Fische ab 60 Liter oder 60 cm Kantenlänge erst setzen, weil es ein Wirbeltier ist und dementsprechend einen Schutzstatus in Deutschland hat, genauso wie ein Schwein, eine Kuh und ähnliches. Deswegen dürft ihr es offiziell erst ab 60 Liter setzen. Deswegen können wir euch nur empfehlen, ab 60 Liter. Was ihr macht, ist natürlich euch immer selbst überlassen. Wir persönlich können es euch halt nicht empfehlen. Und da gab es ja das die wilde Diskussion auf Instagram, genau, wo wir den einen Kampffisch im Schaubecken hatten. Ja, den haben wir entfernt aus dem Becken. Da habt ihr auch recht. Alles gut, es ist zeitnah umgesetzt worden, das Thema ist jetzt durch, da kommt keiner mehr rein und ja, damit hat sich das eigentlich für uns erledigt soweit. Ne? Genau, dass wir das nochmal klargestellt haben. Genau. Gut, dass ihr so gut aufpasst. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter hier zu den Sumatrabarben, genau, das sind doch die, was immer in die Flossen dran gehen, ne? Sumatrabarben sind tolle Fisch, ganz hübscher Fisch, gibt es verschiedene Farbmorphen, von gestreift zu Gold zu Moosfarben, gibt mittlerweile noch ganz andere Farbmorphen da drin. Toller Fisch, aktiver Fisch. Aber hat nichts mit Allgemeinfischen zu tun, also nicht mit Guppies und ähnliches, weil die gehen an die Flossen. Das sind Flossenbeißer, ähnlich wie ein Kugelfisch. Die beißen an die Flossen von einer Fischen. Man sieht es den Fischen selbst an, die beißen sich auch gegenseitig. Toller Fisch, aber eher für wirklich ein Barbenbecken, Artenbecken, nichts für Allgemeinbecken. Also sollte man auf keinen Fall Guppies oder sowas mit reinschmeißen? Nee, die haben dann kurze Flossen. Ja, kurz dann. Kurz danach. Groundtail-Guppies. Genau. Ja, dann gab es zum Thema Flossenbeißer. Noch die Frage nach Kugelfischen, Erbsenkugelfische und sowas, ne? Ja. Da kannst du schon auch noch was zu sagen. Also, Erbsenkugelfische haben wir eigentlich fast immer da. Als Schneckenfresser für kleinere Becken ganz gut geeignet. Natürlich mit Garnelen und anderen Tieren nicht so geeignet. Mit normalen Fischen könnte sich zusammensetzen. Allerdings kann das immer passieren, dass sie mal eine Schwanzflosse zwicken. Eigentlich nicht ganz so drastisch, nur allerdings müsst ihr wissen, wenn der Kugelfisch keine Schnecken mehr hat, müsst ihr halt Ähnliches zu fressen geben. Sei es kleine Garnelen, Müse, Skrill, der braucht halt was zum Beißen, weil der hat eine Netzschnecke. Genau, der hat so eine Art Hornplatte, ähnlich wie eure Fingernägel. Es wächst und er muss es halt abarbeiten. Das heißt, wenn keine Schnecken mehr da sind, reicht es nicht, normale Mückenlarven, Wasserflöhe und sonst was zu geben. Die frisst er, aber die Zähne werden länger. Und dann kann er irgendwann nicht mehr fressen, weil die so lang sind und dann kann er halt auch dran sterben. Das heißt, wirklich ab und zu was geben, woran er beißen muss. Sonst vorbeikommen, wenn ihr Schnecken braucht. Wir haben da immer wieder mal ein paar Becken, wo zu viele drin sind. Da geben wir auch meistens gerne welche ab, wenn ihr braucht. Also, wenn wir hier noch ein paar Schmerlen drin sitzen. Schmerlen sind halt für die Scapes auch nicht so drin, weil die alle auch graben. Ne? Für Scape nicht so geeignet, graben sehr stark, werden meistens ein bisschen größer. Aber wenn ihr ein Schneckenproblem habt im Becken, was ja leider immer wieder vorkommt, wenn ihr keine Vitrus kauft, sondern normale Pflanzen, kommt es halt vor, dass Schnecken leicht dran ist. Da sind halt die Schmerlen ganz gut. Quartschmerle, Streifenschmerle, Schachbrettschmerle und ähnliches.
haben wir alles da, kreuz und quer. Je nach Beckengröße eignet sich die eine oder die andere an. Was ist die kleinste Schmerart? Die Schachbrettschmerle. Die wird meistens halt nur so 5-6 cm, also könnt ihr theoretisch ein 60 cm Becken halten. Allerdings in der Gruppe, mindestens 3 Tiere. Schmälen können, wenn sie alleine sind, sehr, sehr aggressiv werden, weil wenn sie keinen Freund haben, dann holen sie sich einen Freund, ob er will oder nicht. Da werden sie aggressiv. Deswegen wirklich, haltet sie in der Gruppe ab 3 Tieren, das ist für das Tier auch artgerecht. Die Einzelhaltung ist absolut nicht zu machen. Dann Thema, ja, wenn wir schon beim Thema Schmälen sind, vielleicht das Thema Prachtschmälen nochmal aufgreifen, weil die immer gern gekauft wird, aber halt, wie groß werden die? So, glaube ich? Also die größte Prachtschmälen, die ich jemals gesehen habe, war knapp 38 cm. Die war mein Vater im Becken in 1700 Liter. Davon hat er 10 Stück drin gehabt. Die können wirklich immens groß werden und die wachsen eigentlich auch sehr stark und sehr schnell. Und dieses, es geht rum, Fische passt sich des Beckens an, kann ich euch nur sagen, Blödsinn, Schwachsinn gibt's nicht. Man muss das überlegen, woher kommt da die Größe, die Veranlagung. Bei euch kommt es ja auch, es ist genetische Veranlagung. Das hat nichts damit zu tun, in welchen Größenverhältnissen man aufwächst. Der Fisch wird groß. Wenn er ein kleines Becken ist, kriegt er Verkrüppelung, bleibt klein. Aber das ist aus Verkrüppelung und er stirbt daran irgendwann. Das ist kein Anpassen. Anpassen ist für den Fisch Schmerz, Verkrüppelung, Tod. Es gibt keinen Fisch, passt sich an. Nonsens, ist viel geredet, gibt's nicht. Lebensdauer, die ja, genau. Und im Endeffekt Prachtschmerlen geeignet eigentlich Becken ab 600, 700 Liter aufwärts. Darunter sind Prachtschmerlen eigentlich ungeeignet. Jetzt bin ich bei den Guppies. Ja. Das ist ja der 1000 Sasser. Ja. Genau. Das ist der Standardfisch, den halt jeder ein Becken drin hat. Oder viele mittlerweile. Das ist so ein Einstiegsfisch halt. Guppi ist hübsch, ist bunt, farbig. Leider mittlerweile auch ein bisschen heiklerer Fisch. Ich kann euch nur raten, wenn ihr sowas reinsetzt, Guppi ist mein Lebengewerne. Macht so ein bisschen blutfreies Salz in das Becken mit rein, minimaler Wert, weil die stehen besser. Weil bei den Großhändlern, bei den Züchtern werden sie alle mittlerweile so gehalten auf einen leichten Salzwert. Deswegen haltet sie ein bisschen weit. Es gibt ein Mittel, Ektozon. Wenn man das bei jedem Wasserwechsel ein bisschen reingibt, stehen die Fische tausendmal besser. Und halt, ich empfehle euch, kauft nur Männchen. Sie sind hübscher, sie vermehren sich halt nicht in Masse. Da habt ihr nicht die Problematik, wie wenn ihr Weibchen drin habt. Aber wenn ihr beide setzen wollt, dann auf ein Männchen, 2 Weibchen. Bei allen Lebengebärden, Weibchen immer in der doppelten Anzahl. Weil die Männchen halt schon ein bisschen energischer werden können. Wenn halt nur ein Weibchen drin ist, kann halt sein, dass sie irgendwann am Stress tot stirbt dann. Deswegen immer doppelte Anzahl Weibchen. Also wir jetzt hier bei den Fadenfischen und etwas größer werdenden Fischen, da die Rias sind. Rotstrichbarbe, genau. Soni. Da kann man ja noch die Frage, was unhaltbare Fische sind. Da hast du mir vorhin was dazu gesagt. Genau, also jetzt allgemein Fadenfische. Sind wir gerade und wegen dem Thema unhaltbare Fische. Also aus meiner Sicht ist zum Beispiel ein Zwergfadenfisch, den man in allen bunten Farben kriegt, für mich unhaltbar. Deswegen verkaufen wir diese Fische hier nicht. Sie werden im Zoofachhandel sehr stark verkauft, weil sie hübsch klein sind, aber schlussendlich hat jeder, der von euch schon mal gehabt hat, wird es bestätigen, dass der Fisch kein halbes Jahr lebt. Er wird Aufbrüche an der Seite kriegen, wird immer dünner und irgendwann stirbt er. Das Problem ist halt, dass diese Fische mittlerweile eigentlich genetisch eine Krankheit mit drin haben, die immer ausbricht bei diesen Fischen. Kurz über lang bricht es aus. Bei den Großhändlern werden die auf Antibiotikum gehalten. Großhändler bei den Importeuren, Großhändler nicht unbedingt, da kenne ich nicht alle, kann ich nicht sagen. Aber bei den Exporteuren, die Fische hierher bringen, da werden sie auf Antibiotikum gehalten alle. Und dadurch bricht es nicht aus. Aber wenn sie bei uns irgendwann mal ohne sind, dann bricht es aus und die Fische sterben. Also für mich unhaltbarer Fisch und deswegen verkaufen wir sie nicht. Auch groß werdende Fische sind wir nicht der Spezialbetrieb. Da gibt es Leute, die sich wirklich auskennen, die wirklich Ahnung davon haben, wie die Frage auf Schanners und ähnlich große Fische. Das können wir nicht machen. Unsere Anlagen sind die Becken maximal 1,20 Meter lang. Und wenn ich so einen Schanner hier habe, bei den meisten Schanners, die werden recht groß, Schilderwellen, so ein ähnliches, deswegen verkaufen wir das nicht, weil diese Fische bei uns dauerhaft nicht zu halten sind in unserem Becken und der Standardkunde diese auch nicht halten kann. Deswegen machen wir es nicht. Wenn ihr Interesse an sowas habt, spezielle Fische haben wollt, wie Schanners, können wir euch gerne besorgen, auch gerne auf Bestellung. Haben wir zum Beispiel gerade in der Tüte hinten ein, die können wir nachher mal einblenden oder gleich. Kunde wollte einen Feuerstachelaal haben, der ist ungefähr 25-30 cm. Den habe ich hier nicht im Sortiment, aber wir haben den für Kunden extra bestellt. Ist jetzt gerade vor einer Stunde ungefähr gekommen und der Kunde kommt jetzt gleich und holt die Fische ab. Das ist alles kein Problem, wenn ihr sowas wollt, können wir gerne mit euch machen. Ja, da ist der Kleine, weiß nicht, ob man ihn sieht. Der Kleine. Was ist hier noch? Und hier zum Beispiel, das ist quasi der... Fake Piranha. Ist es ein Paco? Sieht aus wie ein Piranha normaler. Ist allerdings ein Paco, also ein reiner Pflanzenfresser. Also, wenn ihr euer Escape loswerden wollt, perfekt. Rasenmäher. Ja. Und umgraben auch der schon wieder. Genau, ja, der schöne, aber super hübscher Fisch, ja. Der Feuerstachelaal. Ja, also, wenn ihr sowas wollt, gerne.
Dann auch nochmal auf das Thema wegen Fische bestellen. Bestellen vor Ort, ja. Bestellen, versenden, weil die Frage häufig kommt, machen wir nicht. Das ist ein Grundsatzding, kann jeder machen, wenn er das für richtig hält. Wir machen es nicht. Auch alle Fische, die wir hierher kriegen, sind von Lieferanten vor Ort oder sie werden direkt gebracht. Ich habe keinen einzigen Fisch, der hier ist, der per Versand hierher gesendet wird. Das machen wir nicht. Die Großhändler bringen sie selber persönlich hierher oder wir holen sie ab. Weil dieser Transport, 24 Stunden, Kiste, Kälte, Wärme, das wollen wir den Fischen nicht antun, das werden wir den Fischen nicht antun und wir werden es auch nicht an euch versenden direkt, aus diesen Prinzipien im Endeffekt raus. Es mag sein, dass ihr gute Erfahrungen damit gemacht habt, alles gut, lasse ich gerne den anderen den Vortritt, wir machen es nicht. Also sehe ich hier, haben wir noch die S-Fail-Werblinge, die sind halt sehr beliebt in den ganzen Scapes, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Ja, ganz cooler Fisch eigentlich, super farbig, ist im Endeffekt ein Geschwistertier von der Keilfleckbarbe, ist im Endeffekt die gleiche Grundgattung, bleibt klein, wird maximal so 200 cm groß, also für ein Scape top geeignet, wunderhübscher Fisch, kann man sehr gut dafür verwenden. Dann kam ja noch die Frage zu größer werdenden Fischen außer Diskus und Skalare, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Da die Genau, wir haben hier oben die Rotstrichbarbe, Puntius Demasoni. Wenn ihr sie kauft, sind sie meistens so 4-5 cm, die waren noch vor 2-3 Jahren richtig, richtig teuer, da habt ihr 20-25 Euro das Ziel bezahlt. Mittlerweile verkaufen die sie um die 8 Euro Standard, dann sind sie halt 5-6 cm groß. Also wir haben ja auch ein Exemplar, das blenden wir gleich mal ein, das groß ist. Die werden so 12-15 cm groß, also wenn ihr große Becken habt, ab 1,20 und aufwärts, bildhübscher Fisch, geiler Schwarmfisch, könnt ihr super halten und so weg. Kommt schon gleich auf die Frage aus, warum der irgendwie einen Abschnitt Fluss hat oder sowas? Der hat halt, wir haben den bekommen mit 3-4 cm und der hat halt schon immer einen Defekt in der Schwanzflosse. Aber der bekommt damit gut klar. Bisher wollte ihm keiner das Gnadenbrot geben, deswegen schwimmt er hier im Schwarm noch drin. Wenn ihr mal Bock drauf habt, wenn ihr einen kleinen Schwarm kauft, könnt ihr den gerne so mitnehmen. Ja, ganz cool. Zum Beispiel auch für eure Scapes-Becken, wenn ihr ein schönes 60er Scape oder so habt. Super toller Fisch, leider sehr verkannt in der Aquaristik. Ist der Diamant-Regenbogenfisch, bildhübscher Fisch. Männchen, super geile rote Flossen, Weibchen, gelbliche Flossen. Und sonst schön blau schillernd, blau-grünig schillernd. Top Fisch. Also wirklich, kann ich euch allen nur wärmstens empfehlen. Cooler Fisch, kann man nicht. Dann haben wir hier unten bei den Algenfressern noch was vergessen. Die sind nämlich diese Panda-Prachtalgenfresser oder wie heißt das? So? Genau, Panda-Prachtsaugbarbe in dem Fall. Garra flavatra. Ganz cooler Fisch im Vergleich jetzt zu den anderen Algenfresser. Wird er nicht ganz so groß, also macht keine 20-25 cm, sonst wird vielleicht nur so 12, mag Ausnahmefällen, die ein bisschen größer werden, aber mal 10-12 cm. Aber er ist hübsch. Nicht wie. Die ganzen anderen Pinselalgenfresser, die am Ende sind, die sind halt nicht gerade ein hübscher Fisch, kein Blickfang, aber die sind cool. Genau, die sind ganz cool. Prügeln sich ab und zu, sollen mal in der Gruppe halten, drei Tieren, ab und zu prügeln sich mal, wälzen sich umeinander, aber das gehört dazu. Das ist der Fisch, gehört dazu, aber richtig, richtig hübscher Fisch. Und das hier, diese Feuermaul, Buntbarsch, Feuermaul, Buntbarsch. Ja, genau, ist halt. Megis, gut, ein mittelamerikanischer Großbarsch, eigentlicher Becken ab 1,20 und halt eher Artenbecken, weil diese Fische. Barsch, wie ich schon sagte, ist halt kein Zwergbarsch, sondern ein Großwerner Barsch. Der frisst halt kleine Fische. Geht auch ein bisschen an eure Pflanzen ran, wenn ihr feinere Pflanzen habt, frisst er. Also Optimalfall eher ein Artenbecken mit sehr harten, robusten Pflanzen. Kann man drin halten, cooler Fisch. Auch wenn der mal Gelege hat, was recht simpel bei denen ist, kriegt er richtig rote Kehle, beschützt das Gelege. Der mischt euer ganz Becken auf, wenn der Nachzucht hat, aber ganz toll. Im Artenbecken ganz toll. Ja, weil ist ja gerade bei den Barschen, das ist jetzt. Ja, hier bei den Malawi-Barschen. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Genau, also hier in dem Blog haben wir Malawi- und Tanganyika-See-Barsche. Tatsächlich, wenn ihr Escaper seid, nichts für euch, braucht nicht zu hören, interessiert kein Mensch. Mafo, ja, mal ganz coole Fische, hübsche Fische. Aggressiv, also wenn Pflanzen wirklich nur harte, Anubias, Java-Farn, harte Pflanzen oder Kryptokorin, die halt den Barschen nicht schmecken, sowas in so ein Becken rein. Ansonsten ist es wirklich reine Artenbeckenfische, eigentlich ab 200 Liter aufwärts. Kann man die ganz gut halten, Tanganyika. Finde ich persönlich cooler, weil die Fische vom Verhalten nicht ganz so aggressiv sind, nicht ganz so energisch sind wie die Malawisee-Barsche. Ja, kann man halten, coole Fische, aber nichts für Scape. Ja, das wäre jetzt schon mal den von mir kürzlich erst eingerichteten Aquarium, bei der Schauanlage, wo ich immer so auf den Sack kriege, weil man da so schlecht Fische rausfangen kann. Ne? Ja. Vielleicht kannst du dazu was sagen, das sind ja die Altungsherrare drin. Genau, deswegen haben wir diese Becken, weil man jeden Tag da Fische rausverkaufen, wie ihr auch meistens bemerkt habt, ist das nichts. Deswegen haben wir so Fische drin, die nicht so häufig verkauft werden, wie hier zum Beispiel die Alptums, verwandt mit dem Skalar, wird aber wesentlich größer. Also so welche Fische solltet ihr Nova Becken ab 60 cm Höhe halten, weil der Fisch kann wirklich groß werden. Skalar nicht ganz so, Skalar
Skala allerdings auch bei ungefähr 200, 240 Liter anfangen. Man muss aber immer bedenken bei denen, es ist ein Barsch. Es ist ein Barsch und der Barsch frisst kleine Fische. Wenn ihr die zusammen aufwachsen lasst mit kleinen Fischen, geht es meistens gut. Kann aber sein, dass auch nicht. Also wenn er mal roter Neo vor die Nase schwimmt, der ist groß, dann kann es passieren, dass er den schluckt. Deswegen Skala, immer große Fische. Wie zum Beispiel Rotkopfsalmler, die wir vorhin ja mal kurz eingeblendet hatten. Ganz guter Fisch dafür. Haben eigentlich keine Probleme, weil die eigentlich zu groß dafür sind zum Fressen. Aber das ist halt sehr cooler Fisch. Allerdings Wasserwerte, auf jeden Fall pH-Wert unter 7. 6, 6,5. Mag der Meer, ich sag, wird riesig. Was wir sonst hier drin haben, hier in der Mitte haben wir aktuell nichts. Da waren mal Regenbogenfische drin. Hat Sascha euch, glaube ich, vor 2 Tagen gezeigt. Die Babys, ja, die wollte ich spenden, aber ich habe es nicht drauf bekommen. Die Babys, hier haben wir jetzt ganz viel die Regenbogenfische alle verkauft. Beim Wasserwechsel ist dann aufgefallen. Babyfische, da sind jetzt geschätzt 30, 40 Babyfische von den Regenbogenfischen drin. Hier unten haben wir jetzt quasi nochmal einen Schwung Regenbogenfische bekommen. Das ist allerdings die rote Variante von den Böse Mannis Regenbogenfisch. Ein sehr hübscher Fisch. Könnt ihr theoretisch auch in Scapes halten, aber erst ab 1 Meter, 1,20 Meter Größe. Weil Schwarmfisch wird auch so 12 cm groß. Sehr hübscher Fisch, weil jetzt der rote Stamm, der ist nicht so häufig auf dem Markt. Ganz toll, kann man auch halten. Ja, dann kommen wir noch das Thema Diskus. Oder was man mit Diskus zusammenhalten kann, was Skalare und Diskusfische zusammenhalten kann. Vielleicht kann man dazu noch was sagen. Also Diskus allgemein auch, hier seht ihr mal ein bisschen größere Exemplare. Diskus auch, ist ein Südamerikaner, auch wieder ein Barsch. Gleiches Problem wie mit den Skalaren, Alpturm, dass er halt keine Fische fressen kann. Kann man cool mit Salmlern zusammensetzen auch, die so ein bisschen rundlicher sind, Schmucksalmler, ähnliche Arten, die halt nicht unbedingt langgezogen sind, sondern eher ein bisschen kreisrund. Damit kann man die ohne Probleme zusammenhalten. Müsste allerdings für die Temperatur passen, weil Diskus sollte bei 29, 30 Grad eigentlich gehalten werden. Becken ab 1 Meter, 20, also 200, 250 Liter. Bei den Diskus ist wichtig, wie bei allen Barschen, auch bei Skalaren, haltet sie in der Gruppe. 2 Tiere alleine gibt immer Stress. Haltet sie mit 4, 6 Stück zusammen, dann ist das eigentlich homogen, das Ganze. Weil wenn ihr nur 2 habt oder 3, wenn sich ein Pärchen bildet, die massakrieren den an den letzten, bis er nicht mehr ist. Deswegen immer eine Gruppe halten, dass wenn auch ein Pärchen sich bildet, immer noch mindestens 2, 3, 4 weitere Tiere da sind, dass sie nicht ganz so gemobbt werden von dem Pärchen. Diskus für Aquascapes eher ungeeignet wegen der Temperatur, wegen den Pflanzen. Aber trotzdem ein sehr schöner Fisch. Ich würde sagen, weil das Video jetzt schon echt ziemlich lang geworden ist, ja, ne? Machen wir euch einen zweiten Teil noch, wo wir dann speziell auf die ganzen Nanofische und auf die Garnelen und was halt für die Scaper halt vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, dass wir dann noch drauf eingehen. Genau. Und vielleicht noch auf die Welse. Genau, Welse, wie gesagt, es war ja die Frage nach selteneren Fischen und so. Das würde ich auch sagen, greifen wir dann beim separaten Teil auf. Also wenn ihr Lust habt, hatte Sascha ja gesagt, auf ein bisschen Welszucht und ähnliches, können wir gerne machen. Dann gehen wir auch so ein bisschen auf die selteneren Fische auf, die wir hier haben. Super interessantes Thema, haben wir auch ganz tolle Sachen da. Ja, und noch auf diese Zwergkrabben und alles, das machen wir dann alles beim nächsten Video. Genau. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Schaut auf jeden Fall noch auf den Kanal vom Zoo & Co. vorbei, weil du hast jetzt auch einen neuen Kanal. Ist recht neu, gibt es erst seit 2, 3 Wochen. Da werden wir, wenn ihr Lust habt, wir werden auch andere informative Videos, nicht nur im Bereich Aquaristik, Terroristik, Nager, Katze, Hund, viel haben wir auch von Hund, Sascha. Ja, bestes Beispiel, genau. Da werden informative Videos zu machen, da haben wir schon einen Partner, der das mit uns macht, da kriegt ihr so ein bisschen Input, was Ernährung, Hunde, Erziehung, Katze, was auch immer, alles mit drin, also wenn ihr Bock habt. Den Kanal, den blende ich euch jetzt hier oben ein und ja, den Kanal auf jeden Fall auch abonnieren, meinen Kanal abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wo es dann um die Nanofische und ja, um die für Aquascape geeignetsten Fische genau. Geht. Machen wir es. Also, macht's gut, bis dann und tschüss. Ciao.